Hallo Leute, ja, da sind wir bei den letzten zwei Zügen der Adler-Serie. Ja, wir müssen überlegen, ob wir die austauschen oder nicht. Hier in Lippstadt ist das und das andere ist bei Benennen, wo die zwei Züge langfahren. Da sind rein theoretisch nicht so viele Passagiere, während hier 45 tatsächlich noch drauf sind. Und am Hafen warten ja jetzt, glaube ich, noch mal 67, habe ich gesehen, ne? Oder? Ja. Die wollen alle nach, nee, die wollen gar nicht nach hier hin, die wollen nach Erlangen. Ach doch, das geht ja dann doch hier rüber, oder? Nee, die warten auf dem anderen Hafen. Nach Lippstadt, aber trotzdem 57 plus 5 sind 62. Das heißt, der muss, glaube ich, zweimal fahren. Nee, gerade passend. Okay, das heißt, alle warten nicht hier drauf, aber viele warten hier drauf. Gut, dann ist jetzt die Überlegung wert, wird der Zug ausgetauscht oder nicht? Und ich habe lange hin und her überlegt, bin aber der Meinung, wir sollten dieses tun. Das heißt, wir gehen hier rein, werden die Loks nehmen und nach dem Logo die Anhänger dran machen und dann schauen wir weiter, ne? Auf dem Großbild. Dann müssen wir hier noch die Zuglinie auswählen, die da Lippstadt Hafen heißt. Lippstadt Hafen und dann können wir die schon starten. Und ah, schnell. Ah, zu spät. Jetzt fährt er doch. Jetzt wird's schwer, weil, nee, der muss dann nochmal ins Depot. Dann hat das keinen Sinn. Zum Depot. Ja, weil der andere fährt sonst nicht, ne? Und der hat ja jetzt die Passagiere geladen. Das heißt, wir müssen mit dem dann tatsächlich warten, bis er da vorbeigefahren ist. Sonst funktioniert das nicht. Dann bleibt der hier nämlich immer stehen. Der müsste jetzt gleich fahren, wenn er im Depot ist, ne? Wartet auf Freistrecke. Da ist er frei. Gut. Passt soweit. Das heißt, hier fährt er auch lang. Jetzt müssen wir nur gleich gucken, dass wir den auch definitiv. Das Depot können wir lassen. Dann machen wir das so, dass. Aber warte mal, das Entscheidende ist, dass wir jetzt ihm sagen, wenn du jetzt gleich leer bist, dann verschwinde hier. So ist es. Gut, und dann wäre das nächste Ding, dass wir jetzt gerade runtergehen nach Venennen und da auch den Zug auswählen. Der da hier in diesem Bahnhof immer noch steht wahrscheinlich. Genau so ist es. Und werden den auch austauschen. Das heißt Fahrzeugdetails, wir machen da auf Ausmustern. Er fährt dann nämlich noch einmal. Und dann nehmen wir gleich aus dem Lokschuppen auch und hier einen neuen Zug. Auch diese Lokomotive und dann die drei Anhänger da dran. Was steht hier? Das ist ein Postsack, okay. Was ist das für einer? Auch Postsack, okay. Dann hier Winenden ausgewählt. Winenden, Hafenkirche, passt. Und wenn der da vorbei ist, können wir den eigentlich schon loslegen lassen. Weil der müsste dann nach unten als erstes fahren, oder? So, das heißt, wir können mal zumachen. Und er wartet auf Freistrecke. Ah, das geht nicht, weil ja, die Strecke eine große Einheit ist. Ist aber nicht schlimm, weil er fährt dann raus, wenn der hier verschwunden ist. Gut, das heißt, warte mal, wir können hier nochmal dran klicken, dann haben wir nämlich den Zug auch da. Dann sehen wir, wann er fährt. Hier kann zu und wir gehen hier hin nochmal und holen uns auch noch den da. Nee, den haben wir dann. Ist der dann nicht offen? Okay, nee, der muss jetzt starten dann. Und dann können wir den schließen und dann haben wir den hier. So, jetzt hat es geklappt, die Saxonia. So, er kommt da jetzt an und steht jetzt auf Beladen. Ich stehe auf Ausmustern. Wieso will er denn noch beladen? Ah, da ist doch jetzt keiner drin, oder? Schwandorf, Willensdorf, wieso hat er geladen? Kommt, zack, entfernen. Machen wir so. Jetzt haben wir zwar sechs Fahrgäste verloren, aber das ist jetzt auch nicht so wild. So, der andere fährt. Muss ein Bug sein, ne? Oder? Der andere fährt jetzt hier los, ist auch ein bisschen schneller unterwegs. Vielleicht klappt das dann auch besser. Er hier unten ist ja auch auf dem Rückweg. Da steht auch Ausmustern, nicht laden. Und was, warum fährt der noch? Der war doch jetzt auch schon an dem Hafen, oder? Ah ne, der fährt ja noch nach da hinten. Dann passt das ja noch. Also hier ist noch alles safe. Gut, dann haben wir die letzten zwei Züge auch ausgetauscht. Ja, was ich noch in der letzten Folge gesehen hatte, hier die Marge war bei 0, bei minus von 180 auf minus 1,2 war das, glaube ich, am Ende des Videos. Und wie wir sehen, ist sie tatsächlich jetzt ganz knapp im Plus.
Kann man das hier irgendwo sehen? Achso, wir müssen auch Marge anklicken, dann sieht man das auch, ne? Ah, jetzt ist er ganz unten, aber das liegt daran, dass wahrscheinlich. Nee, das ist ja dann. Irgendwas passt jetzt nicht. Hier ist der 16. Juli. Warum ist denn das jetzt mal wieder 113 geworden? Naja, weiß ich auch nicht. So, er wartet jetzt brav hier wieder auf Passagiere. Ich gehe mal gerade hier rein und dann auf den Fahrplan. Und er hat vier Abfahrten hier in Lippstadt. Okay, das hatten wir eingestellt, das passt so. Das waren ja vorher zwei. Das können wir erstmal so lassen. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Er hat natürlich jetzt Minus gemacht mit 105, ist klar. So, dann können wir hier zumachen. Die Marge ist jetzt gerade bei 105 nur noch. Aber wird schon werden, denke ich mal, ne? Die war ja hier irgendwo bei 12, ne? Ja. Kriegen wir bestimmt hin. Er fährt jetzt weg. Stehen hier Leute zum Mitnehmen. 112 Passagiere. Oh, die wollen zum Rathaus. Also, auch da ist was falsch am Laufen. Das heißt, er muss zweimal fahren. Das bedeutet, der Fahrplan in Wendenden muss auch definitiv anders sein. Hier, zack, viermal fahren im. Oh ne, das ist zu viel. Ach, das ist Mindestbeladung. Nee, ich will ja nicht warten auf Mindestbeladung, ich will ja feste Fahrzeiten haben. So, dann machen wir das so, dann passt das schon. So, Linie ist ausgewählt, die sind weg. Er fährt jetzt tatsächlich raus, nachdem der andere gelöscht ist. Und fährt auch dahin, das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, weil hier steht nämlich keiner, aber am Hafen stehen welche. War das hier der Hafen? Ja, da stehen nämlich noch 118 Personen. Gut, und der tuckert ja mit 10 km schneller wie die anderen, ne? Dann ist das erstmal gut. Er hat jetzt auch tatsächlich schon 4 hier bekommen. Und wo sind wir hier? Da sind wir da am Hafen. Wie viel sind denn da für Lippstadt? Achte. Nur Achte. Hier sind es 4. Müssen wir mal gucken, wie sich es entwickelt, ne? Aber ich denke mal, wir machen das erstmal hier zu. Das ist erstmal alles gut. So, und dann haben wir das auch gemacht. Züge sind geklärt. Jetzt wäre es zum Beispiel noch interessant zu wissen, ob es mal irgendwann neue LKWs gibt oder Kutschen. Aber da ist, tut sich noch nichts. Gut, okay. Städtchen hier hat sich nicht geändert. Wir können ja mal die Karte aufrufen und nochmal wieder durchblättern dann. Hier Lippstadt hatten wir gesehen, ist auch nichts los. Erlangen ist nicht größer geworden. Binnenende hatten wir gesehen, hat zwar hier Straße angebaut, aber ist nicht größer geworden. Hier waren wir gerade, dann gehen wir erstmal nach hier unten. Ist noch alles abgedeckt. Dann gehen wir nach Ettlingen. Sieht noch gut aus, Ettlingen. Dann war hier irgendwo Bünde. Bünde ist noch abgedeckt. Das Haus ist da drinnen. Die Straßen sind nur da schon am Rande. Das ist schon mal nett. Hier ist auch noch alles. Nee, da ist ein Haus, was nicht abgedeckt ist. Und die Bushaltestelle muss dahin. Gut, das heißt, Fahrzeug raus. Nee, wir müssen erst den Baubagger haben, damit wir das dort so machen können. Dann müssen wir das wieder schließen. Wir verlängern diese Straße um ein Feld und setzen dort eine passende Bushaltestelle hin. Die musste dahin, weil die sind alle da. Na, da ist egal. Dann liegt das daran. Wegen dem Bahnhof hier. Aber das ist schon alles gut. Dann haben wir das abgedeckt. Das heißt, wir können hier erstmal gerade schließen und können dann die Kutsche auswählen, die gerade wo ist. Ah, da hinterm Haus versteckt. Also, ne, wir müssen ja den Plan hier ändern, den Fahrplan. Hinzufügen haben wir Christian-Wille-Weg. Das heißt, wir müssen danach wieder zum Rathaus fahren und dann zum, wie heißt da? Knesenbeckstraße. Und alles ist gut. Gut, dann haben wir da auch ein Stückchen weitergemacht. Dann sind wir hier unten bei Bayreuth als nächstes. Ist aber noch abgedeckt. Da ist nichts. Dann haben wir hier boah, zwischen zwei Brücken. Hier ist nichts. Ist alles noch im grünen Bereich. Dann geht es nach Bad Zwischenahn, würde ich sagen. Da ist alles abgedeckt. Dann gehen wir nach Gütersloh. Da ist auch noch alles abgedeckt. Dann nehmen wir gerade Lüneburg auf der Seite hier noch mit. Hat sich auch nichts geändert. Das Haus ist noch abgedeckt, ja. Dann gehen wir hier nach Königsbrunn rüber. Unsere größte Stadt vielleicht. Jena ist noch abgedeckt. Dann haben wir hier Köln.
Passt. Dann Neubrandenburg ist hier, baut hier wunderbare Straßen ohne Häuser. Wahrscheinlich der Baugrund zu teuer. Hier sind wir in Achim, da ist auch der Baugrund zu teuer, nur Straßen sind günstig. Bad Mergentheim hat auch nichts. Dann sind wir noch hier bei Friedrichshafen. Nee, Friedrichsdorf. Gut, dann sind wir damit durch. Weil hier war nichts und da waren wir angefangen mit. Erledigt die Karte. Das heißt, alles fährt, alles dreht sich, alles bewegt sich. Ne? Kennen wir den Spruch. Gut, sind wir damit erstmal durch. Was wollte ich gucken? Nochmal hier rein kurz. Die Marge ist bei 1,58. Das ist gut so. Wir gehen auf Monat. Obwohl, die sitzt immer noch da unten jetzt wieder. Keine Ahnung, warum die jetzt eben 1,58 sah. Und jetzt ist sie wieder 75. 19. Juli. Aber wird schon werden, da mache ich mir jetzt keinen Kopf drum, ne? Weil wir haben immer noch Betriebsvermögen 2,6 Millionen. Ich glaube, vorhin waren es nur 2,5 Millionen. Das kommt erstmal gut. Gut, jetzt bimmeln hier ganz viele Züge gerade. Wir haben das erledigt. Was wollte ich noch? Ach, Stadtgröße wollte ich gerade noch gesehen haben hier in der Liste. Das war nicht der Name, sondern die Einwohner und die Sortierung so rum. Und Königsbrunn ist immer noch die größte Stadt vor Köln. Okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Köln jetzt so groß ist. Stopp, da wollte ich nicht rein. Ich wollte nur hier reingeguckt haben. Zwei, ja, sind vier Häuschen, ne? Ne, da ist auch noch eins, fünf. Wo wird Königsbrunn? Ach, ich klicke da nicht, sondern klicke da. Ja, es sind. So viele Häuschen sind es dann halt. Willig ist sogar drittgrößte Stadt mittlerweile. Sehr interessant. Nicht Gütersloh oder Neubrandenburg, wo Kreuzungsbereich der Verkehrslinien ist oder Treffpunkt hier in diesem Fall. Na? Also Gütersloh hätte ich jetzt wirklich mit mehr gerechnet, dass es da definitiv mehr ist, weil wir haben ja eine Linie, die nach Norden weggeht, geht eine nach Süden und dann haben wir die West-Ost noch. Also von Lüneburg nach Bad Zwischenahn. Naja, aber so ist es halt. Und Friedrichsdorf ist jetzt noch ein ganz kleines bisschen Minus, aber das wird immer weniger und die wächst auch wieder, die Stadt, denke ich mal. Lag bestimmt daran, dass wir hier. Achso, da fahren jetzt so viele Kutschen, ne? Ist das gut? Die fahren alle Minus ein, ne? Ich denke mal, wir machen da mal ein paar weniger, ne? Sind da noch welche drin jetzt? Nein, Fahrzeuge und Ausmustern. Weil da sind ja jetzt eins, zwei, oh, da ist noch einer. Ist da einer drin? Nein, da ist auch keiner drin. Dann fliegt die auch raus. Und habe ich das schon geändert hiermit? Das weiß ich jetzt nicht. Ne, das müssen wir nicht so machen. Machen wir gerade hier so, dahin. Und Fahrplan. Friedrichsdorf Rathaus. Das sind nur zwei Bushaltestellen dann da. Und da sind zu viele Kutschen drauf. Achso, die hätte ich jetzt auch noch nehmen können. Und na, jetzt ist es schon zu spät. Da sitzt aber auch keiner drin. Und das machen wir mal gerade auch ausmustern, weil. Brauchen wir auch nicht. So, da ist jetzt, sind jetzt zwei Kutschen drauf. Die will ich jetzt drauf lassen, ne? Weil so ein paar Einwohner sind hier ja wohl, ne? Da sind jetzt tatsächlich zwei Passagiere. Und hier in der Kutsche ist niemand drin. Aber eine könnte schon zu wenig sein. Ne? Lassen wir mal so. Ja, vielleicht wird es dann auch irgendwann ins Plus gehen. Vielleicht sind ja jetzt auch gerade hier welche angekommen, die hier nach Friedrichsdorf wollen, aber ist leider nicht so. Ne, passt. Die kommen alle mit einem Schiff von da hinten irgendwo noch oder was? Wieso stehen die dann hier? Hä? Stopp mal. So, Achim, die wollen nach da hinten. Das müssen wir jetzt mal gleich beobachten, ob das überhaupt hier so richtig funktioniert, ne? Zwei Brücken, Willig, Lüneburg, Köln, Jena. Werden die denn weniger? Jetzt ist gerade, ach so, doch, die generieren, werden hier generiert wohl. Weil es sind gerade mehr geworden, ne? Nimmt der denn jetzt welche mit hier? 44? Ja, okay, es werden weniger. Und der Zug ist voll und es stehen nur noch 15, dann passt das doch. Sag jetzt nicht, Friedrichsdorf generiert so viele, ich hätte jetzt beinahe gesagt, Zuschauer, Fahrgäste, ne?
Er wartet jetzt, okay, das ist jetzt. Ja. Wo wartet er denn? Ach so, der wartet, bis der dann da weggefahren ist. Und hier ist ja auch gerade nicht so prickelnd, dass der da noch ist. Wir können hier mal gerade dann noch ein paar Signale mehr einstellen, vielleicht, oder? Macht vielleicht Sinn. So, oder? Sollte man das hier vielleicht irgendwo auch noch machen? Ach, das brauchen wir da nicht, oder? Ne, machen wir da nicht. Signale weg. Linie knapp daneben ist auch vorbei, ne? Das weg. Ja, da bleiben die 15 stehen. Erlangen ist nach da oben hin. Der müsste sie gleich alle mitnehmen, ne? Da müsste dann hier alles weg sein. Der hat jetzt nur noch 9er drauf. Aber hier steht auch noch einer. Der hat 2er drauf. Oh, der fährt auf 4000 Miese. Vielleicht ist hier doch ein Zug zu viel jetzt drauf, oder was? Der hat 8er. Ja, diese Linie hier ist dann doch, da ist dann einer mit Plus. Naja, die hatten vielleicht auch eine lange Anfahrt, weiß ich jetzt nicht, wie das hier ist. Das war intern. 15 stehen denn da welche? Oder hat die Kutsche welche mitgenommen? Das ist die Frage. Nee, da ist keiner diesmal. Die zweite Kutsche hat auch niemanden. Vielleicht ist es doch nicht so doll, so viele Kutschen hier zu haben. Ist das denn jetzt besser hier geworden? Ah, 0, minus 0,1. Also die Stadt wächst jetzt dann doch wieder. Schwandorf findet da Zweier drinne. So, jetzt kommt der Zug noch da durch und der fährt dann diese alle weiter. Wenn er nicht voll ist, das ist das nächste. Nee, der ist ganz leer. Dann passt das ja, oder? Machen wir gerade schneller noch. So, jetzt hat er. Ne, sechs sind noch da, die nach Erlangen. Wieso sind die nach Erlangen auch nicht mitgefahren? Wieso fährt der denn jetzt? Der kam doch von hier unten. Was ist hier falsch? Fahrplan. Neubrandenburg, Achim, Bad Mergentheim, Friedrichsdorf, Rathaus, Friedrichshafener Straße, ist das da oben? Ja, passt. Dann Friedrichsdorf, Rathaus, Bad Mergentheim, Achim, aber nicht Neubrandenburg, doch, dann fährt er wieder nach Neubrandenburg. Eigentlich passt die Linie. Ist hier was mit dem Fahrplan falsch gelaufen? Nein. Ich verstehe jetzt nicht, dass der jetzt hier gerade wieder runtergefahren ist. Der stand doch hier, oder? Vertue ich mich. Da war was nicht richtig, glaube. Der fährt jetzt natürlich nach unten, ne, oder? Ne, der fährt jetzt hoch. Dann lass uns mal gerade schnell schauen. Der ist jetzt nicht hier rumgefahren. Friedrichsdorf Rathaus, da müssen wir nochmal die Linie angucken. Irgendwas passt doch da nicht, oder? Neubrandenburg ist klar, Achim ist klar, Bad Mergentheim, Friedrichsdorf Rathaus, dann Friedrichsdorf Hafener Straße. Das ist da. Sollte auch richtig sein. Dann Friedrichsdorf Rathaus, dann Bad Mergentheim. Aber hier passt doch auch was nicht, oder? Hat er die Linie? Oh ne, ich mache gerade Wegpunkte, auch geil, ne? Mach mal schnell weg und guck mal hier, welche Linie hat der denn? Oh, habe ich den schon offen? Das ist der, ne? Der hat aber dieses Fahrplan. Aber da fehlt eine Linie dann in der Halt drin, und zwar der da hinten, oder? Hier, der Halt ist doch hier was ganz anderes. Bad Mergentheim, Zweighafen. Irgendeine Linie ist hier falsch. Fahrplan. Neubrandenburg ist klar. Passt. Fährt dann nach Achim hoch. Passt. Von Achim fährt er dann nach Bad Mergentheim. Passt. Ja, dann nach Rathaus, passt. Dann hier hoch, passt.
Dann wieder zum Rathaus, passt. Dann zum Zweig, passt. Ach, hier nochmal zum Rathaus. Okay. Macht das Sinn? Nee, macht keinen Sinn. Oder? Nee, ich glaube nicht. Oder vielleicht doch? Warte mal, das weg. Dann nochmal hier anklicken. Ja, das ist eine Person, die da noch zum Friedrichsdorfer Rathaus will, ne? Ja, ich glaube, die Linie lassen wir so. Auch wenn die einmal mehr hin und her fahren. Aber vielleicht ist es deswegen, dass das. Nein, das hat da nichts mit zu tun. Gut. Wo war das jetzt? Ach so, in Friedrichsdorf. Ja, lassen wir so, ne? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Hier sind jetzt drei Passagiere. Neubrandenburg, Rathaus wollen die. Und der Schifflein hat keine mitgenommen. Okay. Ist jetzt nicht so prickelnd, ne? Sind hier dann wenigstens welche drauf? Ja, da sind drei drauf. Jo, okay, würde ich sagen, lassen wir erstmal so. Machen wir hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.